Genau, ich bin ungefähr vor 2 Jahren zur Option-Methode gekommen. Also eigentlich weiß ich es ganz genau, das war 2020 im April. So als der Lockdown anfing, da hatte man viel Zeit, über sich nachzudenken. Und der entscheidende Moment bei mir war, also generell, dass ich irgendwo gesagt habe, eventuell bin ich nicht allwissend in dem, was ich weiß, war, als ich dann im April 2020 halt wieder so anfänglich depressiv wurde. Das, was ich ja mit 25 hatte und was ich eigentlich hinter mir gelassen hatte, dachte ich zumindestens, da habe ich mich halt wiedergefunden. Es war eine relativ schwere Zeit für mich, so ging ungefähr 2, 3 Wochen, wo ich wirklich von morgens bis abends unglaublich motivationslos war, sehr, sehr unglücklich, sehr verzweifelt. Und dann habe ich mich halt irgendwann so mit mir natürlich selber beschäftigt und habe mich einfach gefragt, wie kann es sein, dass ich wieder an diesen Punkt gekommen bin, den ich eigentlich dachte, hinter mir gelassen zu haben, weil die Umstände, in denen ich mich eigentlich befunden habe, ziemlich gut waren. Also ich habe mir, also das Leben, das ich mir mit 25 vorgestellt habe, dass ich eventuell leben könnte, hatte ich ja an sich übertroffen. Ich habe mir damals mit 25 nie zugetraut, dass ich so ein Leben lebe, wie ich es zu diesem Zeitpunkt gelebt habe. Na? Und dennoch, obwohl ich das alles hatte, was ich immer mit 25 geglaubt habe, das brauche ich, um glücklich zu sein, war ich genau das Gegenteil. Und das hat mich halt wirklich gewaltig zum Nachdenken gebracht. Und dann habe ich angefangen, wieder ein bisschen zu lesen, habe geguckt, okay, mal so ein bisschen open-minded, was gibt es halt noch außerhalb vom Gesetz der Annahme, Neville, Gesetz der Anziehung. Und bin dann halt über dich auf Bruce DiMarzio gestoßen. Also ich habe da halt von dir was gelesen gehabt und den Namen, der hat mir halt nichts gesagt, aber das, was ich gelesen habe, hat irgendwo mit mir dann doch so eine gewisse Resonanz gehabt, weil tatsächlich ich immer geglaubt habe, glücklich sein bedeutet vollkommene Akzeptanz von allem, was ich nicht mag. Ja, dass ich das halt mögen muss, was ich nicht mag. Oder aufgebe, nicht mehr irgendwie dann fähig wäre, dafür was zu tun. Und ja, der Klassiker, was viele Menschen in glücklich sein halt sehen, wenn sie sich das in manchen Situationen erlauben würden. Und in dem Beitrag ging es halt so ein bisschen in diese Richtung und hat mir halt ein neues Bild einfach mal gegeben, neues Verständnis. Und dann habe ich angefangen, mir die Bücher von Bruce DiMarzio zu bestellen, Teil 1, Teil 2 und Teil 3. Und dann habe ich angefangen zu lesen und konnte dann halt auch gar nicht loslassen, sondern habe eigentlich ein Kapitel nach dem anderen, nicht alles immer auf Anhieb verstanden, aber immer tiefer bin ich in die Materie gekommen. Bis ich dann halt zu dieser Methode gekommen bin. Und dann habe ich halt einfach wirklich angefangen, diese Methode mal anzuwenden. Am Anfang noch nicht so sicher und auch noch nicht unbedingt so, dass ich die größten Erkenntnisse hatte jetzt. Aber ein paar Erkenntnisse waren da und ich habe halt einfach gesagt, ich probiere es weiter. Ich habe ja nichts zu verlieren. So. Genau, und dann kam ich halt immer tiefer in diese Erkenntnis hinein, habe immer mehr gesehen in bestimmten Situationen, auch in der Situation, wo ich depressiv war, warum ich depressiv war, was ich mir erhofft habe durch diese Gefühle. Und das war eine ganz große Erkenntnis für mich, weil, wie gesagt, zu Zeiten, wo ich noch Neville gelehrt habe, war es für mich immer so, wenn ich was will, kann ich nicht glücklich sein. Ich kann erst glücklich sein, wenn ich habe, was ich will. Und ja, und das war natürlich sehr stark mit Müssen verbunden. Ich war sehr im Müssen. Ich war sehr, sehr viel Druck gemacht, auch beim Imaginieren oder bei anderen Dingen. Immer mit sehr viel Druck bin ich an die Sache rangegangen. Ich hatte 2020 erhebliche Schlafprobleme, teilweise wirklich 2 Tage gar nicht geschlafen, weil auch aufgrund des Drucks einfach. Und das hat mich aber zum Umdenken gebracht. Und mittlerweile sehe ich darin einfach das größte Geschenk, das man den Menschen machen kann. Ich verbinde Bruce DiMarzios Entdeckung mit der Option-Methode oder auch dem Glaubenssatz und allem so ein bisschen wie Edison und die Glühbirne. Ja, es ist eine unglaubliche Erkenntnis, die oder auch eine unglaubliche Methode, die noch viel zu wenig im deutschsprachigen, aber auch im englischsprachigen Raum bekannt ist, weil sie wirklich
an der Sache ansetzt, woran wir ja eigentlich alle leiden, nämlich an unseren eigenen Gefühlen. Und ich kann aus meiner Erfahrung halt einfach sagen, dass wir halt nie frei sind, wenn wir emotional nicht frei sind. Ich hatte alles, was ich geglaubt habe, haben zu müssen, um ein freies Leben zu leben, und habe mich unfreier gefühlt als jemals davor, weil ich absolut unfrei in meinen Emotionen war und meine Emotionen einfach mich unter Kontrolle hatten und ich keine Kontrolle und auch nicht geglaubt habe, irgendeine Kontrolle über meine Gefühle zu haben. Genau. Und es war nicht immer leicht, der Weg. Hatte auch ab und zu so Rückfälle, sodass ich dann plötzlich doch wieder so Schwarz-Weiß-Tage hatte oder graue Tage hatte. Aber mit der Zeit ging das Verständnis immer tiefer und in immer mehr Situationen hat sich das halt einfach gelöst. Man kann sagen, dass ich halt immer mehr Referenzerlebnisse auch einfach hatte, dass sich gut zu fühlen nicht das bedeutet, wovor ich immer Angst hatte. Das halt nicht bedeutet, dass ich für irgendetwas jetzt sein müsste, wogegen ich bin, dass ich irgendetwas vergeben müsste oder nicht vergeben darf oder dass ich halt, also das alles, was halt mit diesem Glaubenssatz zu tun hat. Und das hat mir halt super viel gegeben. Also so viel, dass ich es halt heute auch coache, dass ich es lehre und dass ich es halt auch jedem eben empfehle, der in irgendeiner Weise zu mir kommt und sagt, dass er da mit seinen Emotionen zu kämpfen hat oder dass er halt irgendwo sich schlecht fühlt. Genau, so bin ich zur Option-Methode gekommen. Genau. Schön. Wie war das bei dir? Ja, bei mir, die Option-Methode habe ich tatsächlich entdeckt 2013. Da war ich voll in meinem Leidensfilm, da wollte ich dieses eine Ziel erreichen in meinem Leben, endlich eine Freundin zu haben, endlich den Erfolg mit den Frauen zu haben, den ich glaubte, für mein Glücklichsein und überhaupt für mein Okay-Sein zu brauchen. Ich fühlte mich fundamental minderwertig, wirklich nicht liebenswert auf fundamentaler Hinsicht. Und das war so ein Thema seit Teenageralter wirklich, dieses, das mich so eingenommen hat, wo ich so dran gelitten habe. Jedes Mal, wenn ich jemanden kennengelernt habe, war das die größte Leitspirale, die größte Trennungsangst, bevor man überhaupt irgendetwas erreicht hat in partnerschaftlicher Hinsicht oder sich überhaupt näher gekommen ist. Also ich war da wirklich sehr in einer Spirale drin. Und in dieser Zeit habe ich mich bin ich halt auf die Suche gegangen. Da bin ich in Selbsthilfe gekommen und habe jenste Methoden durchgeackert und bin dann irgendwann mal auf Glaubenssätze gekommen und wie man die auflösen sollte. Und auf einer meiner zahlreichen Google-Suchen, die stundenlang gedauert haben und wirklich über Seite 2 der Google-Ergebnisse hinausgegangen sind, kam ich dann irgendwann mal weit hinten beim Stichwort Glaubenssätze auflösen oder so. Releasing Limiting Beliefs oder so, stieß ich auf die Option-Methode. Und es war also voll in meiner Sammlerphase. Und da habe ich dann, wie immer damals, mit erster Euphorie gedacht, das muss es sein, das ist endlich die magische Lösung. Und habe da so ein Büchlein gekauft und sogar ein Coaching gehabt mit der Witwe von Bruce DiMassico damals. Es war noch Telefon-Coaching, ich musste Guthaben für Skype kaufen, um mit ihr nach Amerika telefonieren zu können. Und ich war überhaupt nicht offen für die Methode. Hat nichts gebracht. Ich habe nicht verstanden, um was es ging. Und hab aber ein Coaching gehabt damals. Aber hat nichts gebracht. Ich habe es ad acta gelegt. Und dann 2018, nachdem wir die Gruppe aufgebaut haben, nachdem ich schon wieder raus war aus der IAM-Gruppe damals in dieser Phase und Sedona-Methode, Lester Levinson loslassen, all das gemacht habe, da ging es eigentlich immer tiefer. Ich habe mit diesen Methoden des Loslassens und so kam ich immer tiefer, aber es gab diesen einen Punkt, wo es irgendwie unbefriedigend blieb. Und bei der Sedona-Methode hast du diese Frage, wenn ich diese Wut loslassen könnte, würde ich es tun? Das ist die zweite Frage, diese Würde-Frage. Und da kommt dann oft eigentlich der Mechanismus der Option-Methode zu tragen, der uns sagen lässt, nein, ich würde es nicht tun. Irgendwie sträubt sich etwas in mir, diese Wut jetzt loszulassen oder dieses Elend oder diese Traurigkeit oder so. Und es blieb dann immer sehr ominös.
Und entsprechend blieben auch meine Kernthemen, die ich zu diesem Zeitpunkt, obwohl ich längst über dieses Frauenthema ein bisschen hinausgekommen bin, blieben meine Kernthemen irgendwie an Ort und Stelle. Ich habe das Gefühl, ich lasse mit diesen Loslassmethoden immer wieder dasselbe los. Und es hat sich immer wieder aufgebaut. In einer Art und Weise, es gab Erleichterung, es wurde etwas freier, aber ich kam irgendwie immer wieder an denselben Punkt und habe immer wieder geglaubt, ich muss einfach noch mehr loslassen. Ich muss einfach noch mehr meinen Tag danach ausstrukturieren, dass ich permanent auf der Lauer bin und diese Dinge in mir sofort erkenne und sofort loslassen kann. Und irgendwann mal war ich dann bei meinen Eltern zu Hause in meinem alten Zimmer und habe da wieder mal ins Bücherregal geschaut, habe dieses kleine Büchlein gefunden, How to Unlock Your Happiness with 5 Simple Questions. Habe das rausgenommen, reingeschaut und gedacht, ah wow, das verstehe ich jetzt irgendwie anders. Das nehme ich mal nach Hause und lese mir das mal durch. Nochmal, nach all diesen Jahren. Und dann habe ich verstanden, um was das eigentlich geht und habe es dann selber gleich angewandt auf mich und habe dann innerhalb weniger Anwendungen der Option-Methode mit mir selber sofort gemerkt, ah, das ist der springende Punkt. Dass ich mich selber immer unter dieses Sollen und anders sein müssen und irgendwie anders fühlen müssen, anders denken sollen, reingedrückt habe und dadurch das Gefühl gehabt habe, dass ich so ein fundamentaler Problemfall war. Dass da irgendetwas in mir nicht stimmt, dass ich gar nicht sehe, dass ich irgendwie in mir drin habe, zu dem ich keinen Zugang habe, so ein Fundamentaltrauma, das komplett abgestoßen von mir ist. Irgendwie hab ich das Gefühl gehabt, boah, ich komme einfach nicht zum Pudelskern. Irgendetwas muss in mir sein, das mir die Tour vermasselt. Ja. Irgendetwas muss da sein. Ich weiß nicht was, ich habe alles probiert. Ich habe in diese Richtung geschaut, ich habe Autosuggestion gemacht, ich habe losgelassen, ich habe inneres Kind gemacht, alles, und es ist immer noch da. Und durch diese paar Anwendungen Option-Methode kam ich dem auf die Schliche und ich habe gemerkt, boah, es ist meine eigene Strategie, um meine Ziele zu erreichen, um mir selber treu zu bleiben, um zu dem zu stehen, was mir wichtig ist, was diesen fundamentalen Knoten in mir erscheinen hat lassen. Und als ich das dann durchschaut habe und gemerkt habe, boah, da war nie etwas in mir. Da war nie diese Minderwertigkeit, dieser unakzeptable Teil in mir, der war nie da. Da war nie etwas falsch in mir. Es war nur eine irrtümliche Strategie, die diesen Eindruck in mir hat entstehen lassen. Aus Selbstschutz. Und aus, Bewältigungsstrategie, um mit dem ganzen Druck umzugehen, den ich mir schon seit Kindesbeinen aufgesetzt habe, irgendwie mehr reinzupassen in die Gruppen, so wo ich damit verkehrt habe. Das war das einleuchtendste und erhellendste Erlebnis, das ich mit der Option-Methode hatte, dass dieser fundamentale Knorz ein für alle Mal durchschaut war. Und ich wusste einfach, jetzt ist es vorbei. Und diese ganze Suche hat ein Ende. Diese ganze Suche nach diesem inneren Teil in mir, den ich irgendwie noch heilen muss. Und das hat dann alles nochmal auf ein neues Level gehoben, auch meine Coaching-Tätigkeit, weil es endlich aus einer inneren Kompetenz kam, von dem ich wusste, ich weiß, wovon ich spreche. Ich habe es gesehen und ich habe diesen fundamentalen Schleier meiner Identität, diese Unzulänglichkeit habe ich durchschauen dürfen. Und ich weiß jetzt, was da der Knackpunkt ist. Und ich kann jetzt allen Menschen helfen, die sich im selben Kreis drehen, die auch schon seit Jahren versuchen, ihr Leben zu verändern und das Gefühl haben, sie laufen immer wieder an dieselbe Mauer heran oder haben immer noch das Gefühl, sie stehen sich irgendwo selbst im Weg und sie sehen es nicht. Und sind so in dieser Aussichtslosigkeit und Hoffnungslosigkeit. Und das machte alles so viel menschlicher, so viel natürlicher für mich. Ich musste nicht mehr vorgeben, ich bin Experte für dies oder das oder für den Lehrer oder für diese Lehre oder so,
sondern ich konnte einfach aus meiner Erfahrung, aus dieser Einsicht, aus diesem Durchschauen eines fundamentalen Glaubens, konnte ich dann wirken.